Frage ist halt, wie komme ich denn da rein? Das ist jetzt so die große Frage. Ich komme auch nicht von der Seite oder so rein. Achso. Nein. Tür zu. Natürlich per Schloss knacken. War ja eigentlich relativ logisch. Aber irgendwie hat er mir nicht angezeigt. Das war natürlich ein bisschen schade. Näher strecken. Ich hoffe mal, dass ich auch irgendwo einen Spind habe. Oh, ich hätte den Typen eigentlich killen müssen, sticken müssen. Tragen. Was denn? Hä? Kann ich dich nicht da verstecken, oder was? Na ja, gut. Programmierschlüssel. Einfach mal fix programmieren. Ich hoffe mal, dass ich da nicht irgendwann eintippen muss. Okay. Ja. Ist vorhanden. Dann müssen wir jetzt unseren Charkov fortfahren. Jawohl. Schlüsselkarte wird gelesen. Umschreiben von Schlüsselkarte. Auch von Astusen. Gewährt. Interessant, dass das halt so einfach geht. Gut, normalerweise kommt hier auch kein Schwein rein, ne? Relativ gut gesichert, aber trotzdem. Umschreiben okay. Abgeschlossen. Ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Okay. Da ist ein Spind. Ich würde ganz gerne die Dinge jetzt mitnehmen. Hallo. Jetzt. Gut, dass der andere Typ jetzt... Ja, gut. Weißt du noch lange nicht, dass wir sind oder waren. Da hinten müssen wir hin. Gut, sprinten können wir nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu auffällig. Da hinten müssen wir durch. Kommt man hier einfach so durch, ohne dass wir aufgehalten werden, ohne dass er piept? Ja. Hi. Moin. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Da. Dankeschön. Oh, das ist ja easy gewesen. Ah. Aber ich glaube, so easy wird es halt nicht bleiben. Aber interessant, das war halt wirklich relativ viele verschiedene Personen spielen dürfen. Erst unser eigenen Charakter. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. So. Hier Belikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort. Okay. Muss ich die erst ausschalten und dann tschüss? Oder wie läuft es? Ich hoffe mal, dass die hier runterkommen. Ich weiß nicht, ob ich die Tür aufmachen muss oder nicht oder wie auch immer. Oder kommen die erst? Okay, ich werde wahrscheinlich erst die Tür aufmachen müssen und dann kommen die wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. War nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Okay. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Dass wir sie sauber lassen. Нету никакого оправдания, твой. Некомпетентно си. У нас есть очень строгие протоколы. Что вы это придут пройти? Понятно? Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Umziehen. Auf geht's.
Die Mission wird auf jeden Fall noch länger gehen, weil jetzt aktuell... Ah, ist schwer zu sagen. Wir haben Richter, wir haben die Schlüsselkarten, Waffen, Schlüsselkarten in der Tasche, ja gut. Wir haben den Typen gekillt. Wir haben einfach mal Lackschuhe an. Na los, hier entlang. Woher weißt du, wo es lang geht? Los jetzt hier, geh! Sind wir im Bunker. Gibt's kein Zurück. Okay. Wie gesagt, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Je nachdem, wie lang die Mission ist. Entweder nach der Mission oder halt noch in der Mission. Aber eine halbe Stunde geht's ja noch. Nein, lässt seine Brüste vergrößern. Er braucht mehr Platz für weiteren goldenen Stern. So. Ich wollte sagen, das hat sich ein bisschen sehr weird angehört. Alter. 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 Kollege. Hey, Oleg, hast du Berlikov gesehen? Hey. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, hat kurz geklingelt, aber irgendwer war keiner da. Ja, weggeworfen. Na gut, egal. Ja? Tovarisch, morsche pustis nas. Laden. Adler sieht aber nicht wirklich russisch aus. Naja, na gut. Lassen wir ihn mal. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außenrum. Okay. Gut. Hm. Gut, sicher, sicher. Na gut, das stimmt schon. Hm. Da. Okay. Wir sind am Arsch, wenn piept, ne? Oh oh. Weiter um jetzt noch Koidimnosti. Dachin am Proti. Принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Okay. Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Обоставичи, Беликов. По-моему, здесь дез нет. Пойдем. Das war knapp. Das war ordentlich knapp. Ui, 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 ui. Okay, der wird durchsucht. Ich habe auf Olga, Sala, wie auch immer gewartet. Und das ist der Aufzug, oder was? Der zum Bunker führt? Lass mich... Alter, bist du dick. Komm hier rein. Okay, wir fahren runter. Wir haben ja die Bunkerkarte. Na, wer will noch rein? Zakaya. Ah, super. Ja, das ist natürlich jetzt gefehlt. Nur heute K.O. schlagen. Aufzugskonversation ist immer unbeholfen. Ja. Ich glaube, der hat uns halt nur gestört. Muss man einfach so sagen. Das wäre ein Problem gewesen. Natürlich, wenn er jetzt wieder aufwacht, ist natürlich noch mehr ein Problem. Aber na gut, egal. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. Nee, das werden sie auf jeden Fall nicht. Keiner. Warum hat er, by the way, einen... Okay. Lol. Warum hat er, by the way, einen Schalldämpfer drauf und ich nicht? Das macht so... Macht so überhaupt keinen Sinn. Was? 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 Wieso? Wie geht denn das? Es kann doch nicht wahr sein. Wieso gehe ich denn drauf? Hier geht's zum Tresor. Naja, was haben wir hier? Achso, die Krieg. Beziehungsweise Krieg ohne G, ohne IE. Naja, gut. Gehen wir halt oben lang. Sollte jetzt auch kein großes Problem sein.
Ich frage mich ja immer noch, wer mich da irgendwie gekriegt hat, aber gut. Ja. Okay. Lalala. Also, manchmal muss ich halt schon sagen, Sölden ist... Ja, schon ab und zu ein bisschen fordernd. Was haben wir da? Gar nichts, achso. Das muss man manchmal sagen, also Sölden ist... Ab und zu gar nicht mal so unübel. Schwierigkeitsgrad technisch. Sicher. Ein Gaskanister in den Schacht. Okay. Gaskanister. Lad doch nach jetzt. Schnell, platziere das Gas. Ach so, das muss ich so machen. Ach so. Okay. Ach so, wir haben so ein Ding dabei. Gut. Gehen wir zum Tresor. So, gut. Muss einem auch erstmal gesagt werden. Ich dachte, ich muss jetzt so einen Propangastank da irgendwie vorbereiten. Ja, genau. Wo geht's denn hier hin? Ach, einfach nur zu einer geschlossenen Tür. So, die letzten 17 Schuss reichen noch. Gehen wir auf den Shotgun und sagen mal moin. Und nochmal moin und dann ist er tot. Sicher, sicher. So, NT5 mit eben in E-Mac ist schon not bad. Ich wollte gerade sagen, Dude. Fehlgeschlagen, oder was? Also das hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht gewundert. Gut, wenn sie das alles hier unten gar nicht mitkriegen, was da abgeht. Schnapp dir wieder. Ich halte Wache. Würde mich jetzt auch nicht groß. Achso, das Dingens. Munition und sowas. Also würde mich jetzt nicht großartig wundern, wenn die Karte halt nicht funktioniert hätte. Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Das ist die Liste, Bell. Kopier sie auf eine Diskette. Kurz mal Schläfer. Atlanta Schläfer. Dennison. Yamantau, Operation Yamantau, Nuklearanlage. Bla bla. Dragovic, Nikita, bla bla. Ja. Auch Diskette kopieren. Ich guck's mir lieber ab erstmal an, bevor die Diskette irgendwie da Scheiß macht. Natürlich müssen wir es ja verteidigen, war ja irgendwie klar. Jungsmine. Schnellgranate. Ja, passt schon. Hä? Ach so, läuft. Ja, und? Naja, gut, unsere Diskette ist auf 32%, ist jetzt nicht geil. Und natürlich sind meine Dinge komplett kaputt, oder was? Oh! Ich habe jetzt gedacht, dass sie nicht draufgehen. Also hochgehen die Dingens. Oh, Granate. Ich bin ja mal gespannt, wie wir hier wieder rauskommen wollen. Gut, und dass die jetzt... Ja gut, es ist halt... Also passt alle. Es ist halt riesengroßer Alarm ausgelöst. Man, die wissen jetzt, dass wir hier sind. Aber von daher ist schon klar, dass jetzt relativ viele kommen. 10%. Einfach reinhalten. Bisschen auf, ab. Wie? Den gleichen wieder hoch? Weg wieder hoch, wie wir gerade gekommen sind oder was? Bist du denn verrückt? Sie regeln alles ab. Mir nach. Achso, und jetzt dürfen wir wahrscheinlich aus der linken Tür raus, ne? So, ne? Naja, nur gut. Gehen wir halt durch die Tür durch. So. Aber das ist schon mal gut, dann komme... Mit den Informationen, das heißt, die Mission wird hier wahrscheinlich gleich fertig sein. Und dann war es das auch wieder für heute. 1,5 Stunden aufgenommen, plus minus ein bisschen. Aber von daher ist es jetzt nicht so bad.